Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute mal ein Video zu Dingen, die ich mag und nicht mag. Hier am BMW E90, nachdem ich das Fahrzeug jetzt schon mittlerweile über 1,5 Jahre habe. Ja, sind einem da mit der Zeit schon ein paar Dinge aufgefallen. Und ja, deshalb bleibt auf jeden Fall dran und wir starten mit dem Video. So, ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit den negativen Punkten. An erster Stelle hätte ich hier ganz klar die Ablageflächen. Die sind hier am E90 wirklich sehr, sehr bescheiden. Man hat kaum Ablagefläche in diesem Fahrzeug. Man hat hier eine kleine Ablagefläche, wo man die Münzen reingeben kann. Ansonsten hat man hier, ja, ganz Corona-konform, eine kleine Ablagefläche in der Mittelarmlehne. Aber sonst hat man wirklich gar keinen Platz. Aber auf jeden Fall, was ich erwähnen muss, ist, dass die Ablagefläche hier in der Mitte sich perfekt eignet als Handyhalterung. Also wirklich egal, wohin ich fahre, wenn ich mal Google Maps brauche oder so, einfach Handy hinlegen, also quer hinlegen, Google Maps an und wirklich was Besseres gibt es nicht, weil ich bin gar kein Freund von diesen Handyhalterungen hier in den Lüftungen und so. Ich weiß nicht, mir gefällt das irgendwie gar nicht und deshalb finde ich das auf jeden Fall top, aber ja, das jetzt nur nebenbei bemerkt, ansonsten die Ablageflächen lassen wirklich zu wünschen übrig. Wir haben hier zum Glück Getränkehalter verbaut. Ich habe schon einige Modelle gesehen von Freunden und auch im Internet, dass die gar keine verbaut haben, also das war Sonderausstattung. Zum Glück habe ich die verbaut, weil hätte ich keine Getränkehaltung im Fahrzeug, dann ja, wäre ich wirklich komplett lost. Aber ja, auf jeden Fall, das war jetzt mal der erste Punkt. Als nächstes hätten wir hier die Außenspiegel, die filme ich euch dann später nochmal genau ab, damit ihr versteht, was ich meine. Die sind wirklich riesig bei diesem Modell. Im Vergleich zum Vorfacelift nämlich, beim Vorfacelift waren die nämlich noch schön sportlich und klein und ja, das sah einfach viel geiler aus als jetzt. Jetzt sind es einfach irgendwie so riesige Außenspiegel, aber also bei den Facelift-Modellen, aber das ist dem geschuldet, dass irgendeine Regelung kam, dass es irgendwie eine Mindestfläche an den Spiegeln geben muss und ja, deshalb musste da BMW größere Spiegel verbauen. Aber ja, das finde ich, ist halt ein rein optischer Punkt, aber dennoch etwas, was mir jetzt nicht so gefällt. Von außen auf, wenn man aufs Auto schaut, ja, schaut wirklich nicht schön aus. Aber ja, kommen wir nun zum nächsten negativen Punkt. Das wäre, Leute, wirklich jeder E90-Fahrer wird es kennen, beziehungsweise die meisten. Ich habe gehört, dass einige Modelle es verbaut haben, aber die Dieselmodelle haben es auf jeden Fall nicht. Wir haben keine Kühlmitteltemperaturanzeige. Und Leute, es fuckt mich so ab, wirklich. Also ich kann es gar nicht in Worte beschreiben, wie oft ich fahre und ich habe einfach keine Ahnung, ist der Motor schon warm oder nicht. Ich meine, ich weiß nicht, was die Jungs sich da bei BMW gedacht haben, aber ich meine, ich will doch wissen, wann ich endlich 4,5 geben kann und wann nicht und wann ich ihn endlich komplett drücken kann und wann nicht. Nicht Spaß, aber ist halt schon wichtig, dass man das hat. Und wir haben hier weder eine Öltemperaturanzeige noch Kühlwassertemperatur, also wirklich, ich habe gar keine Ahnung, wann der Motor warm ist. Ich entscheide das immer je nach Gefühl. Ja, wäre halt nice gewesen, wenn man eine hätte, aber ist halt so, kann man nicht ändern. Ich habe gehört aber auf jeden Fall, dass einige Benzinermodelle die Öltemperaturanzeige haben. Ja, wie gesagt, die Dieselmodelle haben es alle nicht. Das ist relativ schade. Aber ja, ansonsten war es das aber eigentlich auch schon mit den negativen Punkten. So, aber nun kommen wir zu den positiven Punkten. An erster Stelle haben wir die Optik. Ja, ich finde die 90 Baureihe wirklich zeitlos schön. Vor allem die Facelift-Modelle, egal ob als Coupé, Cabrio, Kombi oder in dem Fall auch als Limousine. Ich finde sie alle wirklich sehr, sehr schön und sehr gelungen. Ja, das Fahrzeug schaut einfach wirklich auch so serienmäßig, sehr, sehr sportlich schon aus. Von vorne, ihr kennt es, die BMW-typischen Angel Eyes. Ja, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Ich finde das Fahrzeug wirklich sehr, sehr schön und ja, so viel zum ersten Punkt. Der zweite positive Punkt ist der Motor. Ja, hier der N57 Dieselmotor ist wirklich ein sehr, sehr, sehr zuverlässiger Motor. Die meisten von euch werden ihn eh kennen. Er ist sehr zuverlässig, durchzugsstark. Man hat immer genug Leistung, also wirklich Leute, man hat nie das Gefühl, dass man untermotorisiert ist. Und ja, der Motor ist auch sehr, sehr standfest. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile 204.000 Kilometer runter. Ich habe den Wagen jetzt seit knapp 30.000 Kilometer und er macht wirklich gar keine Probleme. Er läuft sehr, sehr gut, sehr ruhig
er ist gerade mal erst eingefahren, könnte man denken. Und ja, aber auf jeden Fall, was damit auch zusammenhängt, der Verbrauch von dem Fahrzeug ist wirklich top, Leute. Ich fahre jetzt hier überwiegend im Stadtverkehr und ich kann es euch mal zeigen. So, wie ihr sehen könnt, verbrauchen wir hier jetzt 7 Liter und das bei überwiegend Stadtverkehr. Und ja, ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen, wenn man bedenkt, dass wir hier einen 6-Zylinder haben mit 3 Litern und über 200 PS. Und ja, das ist jetzt auch beim Stadtverkehr, wenn ich in Urlaub fahre oder so oder auf der Autobahn unterwegs bin mit Tempomat 130, 140, dann verbraucht er um die 5 bis 6 Liter. Und das ist schon wirklich, wirklich top. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Und ja, so viel zum Thema Verbrauch. Als nächsten positiven Punkt hätte ich das Tuning-Potenzial von dem Motor, weil da kann man wirklich viel machen mit dem Motor. Ihr werdet das im Internet sicher finden, zahlreiche Beiträge über Personen, die den N57 wirklich mit 500 PS fahren, aber dann auch schon mit Upgrade-Ladern und einem Upgrade-Ladeluftkühler und sonst was. So Leute, im Großen und Ganzen war es aber eigentlich auch schon hier mit dem Video. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass ich mit dem Wagen wirklich top zufrieden bin. Der E90, wie bereits erwähnt, für mich ein zeitlos schönes Fahrzeug. Und ja, auch motorisch, technisch gesehen, der N57 ist wirklich ein Top-Motor, sehr zuverlässig und macht keinerlei Probleme. Also wenn ihr wirklich einen guten Motor sucht oder auf der Suche nach einem E90 seid, nach einem Dieselmodell, dann schaut, dass ihr einen 325, 330D mit dem N57 Motor findet. Weil ja, der Motor ist sparsam, er macht extrem viel Spaß und ist sehr robust und wie gesagt, ja, macht keine Probleme. Also ist kein Fahrzeug jetzt, wo ihr jetzt da in der Werkstatt hockt und gar nicht zum Fahren kommt, auf gar keinen Fall. Und ja, wie gesagt, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet und den Kanal abonnieren würdet. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut's rein, ciao.